Ja, schönen guten Abend, Herr Beek. Noch nicht. Schönen guten Abend. Schöner Nachmittag. Auch wirklich wunderschön. Hier scheint die Sonne. Ja, dann trotzdem guten Tag wünsche ich Ihnen. Wünsche ich Ihnen auch. Elisabeth Kaufmann, vielleicht fängst du an. Genau, ich fange gleich an. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, wer ich denn bin. Mein Name ist Elisabeth Kaufmann. Ich bin erste Vizepräsidentin des Deutschen Gehörlosenbundes. Und ja, ich sehe Sie jetzt erste Mal live. Ich glaube, ja, Daniel Bütter kennen Sie schon. Er hat schon sehr viel von Ihnen erzählt. Ja, kennt Sie, hat Sie Nur da. Gutes, hoffe ich. Ja, nur also viel Positives, genau. Also Daniel ist da in der politischen Arbeit natürlich sehr aktiv und ja, sehr politisch interessiert und streckt da seine Fühler aus. Ja, ist hat da sehr viel erzählt, auch sehr Positives dabei. Genau, ich kenne Sie nur als ja, Rechtsanwalt, aber ja, was ich sehr spannend fand, beziehungsweise was mich da überrascht hat, dass Sie da sehr engagiert sind, auch ehrenamtlich in verschiedensten Vereinen und Verbänden. Und was mir auch besonders gut gefallen hat, ist ja, Ihre Aktivitäten für die Senioren, was sehr positiv ist. Genau, und jetzt wollen wir schauen, ja, wie Sie auf unsere Wahlprüfsteine reagieren bezüglich der Wahl, besonders in der Arbeit mit Behinderten, für uns speziell natürlich die Gehörlosen, wie da Ihre Vorstellungen sind. Deswegen gibt es da ein paar Fragen von Daniel Büther und deswegen übergebe ich da gerne. Genau, danke an die Übergabe, liebe Elisabeth. Ja, habe hier 8 Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde. Das sind unsere Wahlprüfsteine. Die erste Frage bezieht sich auf den Bereich Gesundheit und dort in der Gesundheitsversorgung von gehörlosen Menschen. Wie sieht es da aus? Wie kann man das verbessern? Zugang zu Informationen zum Beispiel. Es gibt die verschiedenen Bundesministerien, die Sie natürlich auch kennen. Es gibt viele Informationen vom Bundeskanzleramt zum Beispiel, da kriegen wir viel mit, vom Bundesministerium für Gesundheit. Das läuft auch ganz gut, aber es gibt natürlich ganz viele andere Stellen, wo das nicht stattfindet. Besonders beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und genau, da kriegen wir halt viel zu wenig Informationen. Jetzt ganz aktuell mit der Hochwasserkatastrophe haben wir so gut wie keine Informationen bekommen. Wie sieht da der Stand der FDP aus? Mal ganz herzlichen Dank für die Blumen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war früher aktiver. Ich bin zwar noch in allen Vereinen und Vorständen, aber mit dem ständigen nach Berlin fahren war ich da auch schon mal stärker vor Ort. Aber es hat ja alles seine Reize. Und zu Ihrer Frage, was das Gesundheitswesen angeht, da haben wir in der Tat eine Riesenbaustelle an verschiedenen Stellen. Ich glaube, wir müssen das barrierefreie Gesundheitswesen deutlich stärken. An der Stelle wünsche ich mir allerdings gar keine Sonderregelungen für das Gesundheitswesen, sondern wie Sie wissen, hat die FDP schon in dieser Wahlperiode eingebracht, eine umfassende Einbeziehung der Privatwirtschaft in die Barrierefreiheit. Das bezieht sich dann auch auf die Anbieter im Gesundheitsbereich und dazu braucht es sicherlich gewisse Übergangsfristen, aber am Ende muss klar sein, wer sich an eine unbestimmte Anzahl von Personen im wettbewerblichen Bereich richtet, der hat das barrierefrei zu tun. Das ist im Übrigen in vielen anderen Ländern, die nicht für sozialistische Verhältnisse bekannt sind, wie beispielsweise den USA, auch schon gang und gäbe. Aus den USA kennen wir auch, dass kein Sheriff, kein Bürgermeister in noch einer so kleinen Stadt seine Erklärung, insbesondere in Krisensituationen, abgibt, ohne Gebärdensprachdolmetschung. Auch das ist etwas, das muss bei uns zur Selbstverständlichkeit werden. Und bei aller Eigenstrategie der Ministerien muss man sagen, dass nun ausgerechnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in den Anfangszeiten der Corona-Pandemie sich mit schönen Interviews vor dem BMAS in der Grünfläche, aber eben auch ohne Gebärdensprachdolmetscher produziert hat, ist eigentlich gar nicht hinnehmbar. Wir haben dazu
kleine Anfragen eingebracht. Wir haben das kritisiert, auch in schriftlichen Fragen an die Bundesregierung. Und da bin ich der Auffassung, jede Information, gerade in Krisensituationen, aber insgesamt in der Frage gerade von Leben und Gesundheit, muss allen zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen, da haben wir, glaube ich, keinen Unterschied in der Auffassung. Sehr gut, sehr gut. Das ist diese Selbstverständlichkeit ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig auch einfach, wenn das implementiert ist. Ich hatte mit dem BGV nochmal Kontakt mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Deutsche Gehörlosenbund fordert da einfach schon seit langem bezüglich Corona, eine Corona-Hotline für gehörlose Menschen. Das heißt, ja, wenn Leute verunsichert sind, auch wegen der Impfung, dass man da die 116, 117 anrufen kann, das kann jeder Hörende, das können wir als Gehörlose nicht. Ja, auch diese vielleicht wird diese Corona-Hotline zur Gesundheits-Hotline. Würden Sie das unterstützen? Sind Sie da auch dafür? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Alle amtlichen Informationen müssen jedermann zur Verfügung stehen. Das ist das Wesen von Barrierefreiheit. Und jetzt kann man lange über die Frage diskutieren, ob das sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention ergibt oder dem Bundesteilhabegesetz. Ich glaube, es ergibt sich aus einem für Abgeordnete nicht disponiblen Verfassungsrecht. Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz ist 1994 eingeführt worden. Und der verpflichtet alle Gewalten in Deutschland dazu, genau das sicherzustellen, was drinsteht, nämlich dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt wird. Und wenn das nicht mal bei Bundesbehörden stattfindet, dann darf man sich schon die Frage stellen, wie ernst nehmen wir eigentlich unser Grundgesetz? Das haben Sie beim Bundesamt für Katastrophenschutz bei anderen angesprochen. So, das gehört selbstverständlich bei einer solchen Corona-Hotline als Möglichkeit, sei es als Videokonferenz oder wie auch immer, auch dazu. Das ist sehr schön. Das hört sich gut an. Zur zweiten Frage, dem barrierefreien Notruf. Das Innenministerium NRW hatte jetzt die Info gegeben, dass es die Notruf-App Nora, dass diese schon wieder verschoben wird auf Ende September, was natürlich sehr mühsam ist auf der einen Seite, aber wir haben da den Fokus auf die auf das Telekommunikationsgesetz, das TKG. In der nächsten Legislaturperiode wird da von der EAA, also der European Accessibility Rat, also wird das 1:1 umgesetzt, zum Beispiel die direkte zeitgleiche Kommunikation in Form von Textchat und von Video beziehungsweise Gebärdensprache. Das soll eingeführt werden, um dann einfach ja, den gleichwertigen Zugang zu diesen Informationen zu haben für normale Endnutzer und Gehörlose. Wären Sie da bereit dazu, dass da auch diese TKG auch dann dementsprechend zu verbessern? Können wir ganz kurz machen, weil wir dazu ja schon mehrfach auch in dieser Wahlperiode im Kontakt waren. Ich habe dazu Fragen gestellt, kleine Anfragen immer wieder deutlich kritisiert, dass das an der Stelle einfach nicht weitergeht. Es ist leider etwas, wo der Bund so ganz viel nicht tun kann, weil es wie andere Dinge auch in der Hoheit der Länder liegt. Aber ich habe es gerade gesagt, das Grundgesetz verpflichtet die Länder ganz genauso. Und Bundesrecht bricht Landesrecht. Und dass das aufgrund immer wieder vorgeschobener technischer Gründe vor der Bundestagswahl nicht stattfindet, ist einfach nur zutiefst bedauerlich. Wir sind auch für eine Änderung des TKG an der Stelle, wenn es notwendig wird. Obwohl, nochmal, eigentlich verpflichtet das Grundgesetz auch die Länder. Also da braucht es keine bundesgesetzliche Änderung. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Sehr gut, sehr gut. Dann zum dritten Bereich, dann dem Thema Bildung. Gehörlose Menschen brauchen ein bimodales und bilinguales Bildungsangebot. Das speziell an den gehörlosen Schulen oder an den Schulen für Gehörlose und Schwerhörige. Gibt es das Unterrichtsfach Gebärdensprache und dann einmal auf der allgemeinbildenden Schule. Das als Wahlpflichtfach ist unser Bestreben, dass halt wirklich wie andere Fremdsprachen angeboten werden, wie zum Beispiel Latein, Russisch, Spanisch, Französisch. Das soll unserer Meinung nach gleichgesetzt werden. Würde das nach Ihren Vorstellungen passen oder nicht?
Also, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich antworte Ihnen in vollständiger Unzuständigkeit mit der Gefahr, dass es in jeder Partei mehr Landes- als Bundespolitiker gibt. Aber wenn es einen Kernbereich der Hoheit der Länder gibt, dann ist es der Kultusbereich. Deswegen habe ich da als Bundespolitiker eigentlich wenig beizusteuern. Aber ich will Ihnen aus meinem Bundesland Niedersachsen die Erfahrung schildern. Wir haben mit den Landesbildungszentren hervorragende Einrichtungen. Da sind wir auch sehr stark, gerade im Bereich der Beschulung von Gehörlosen. Aber das Ziel muss natürlich sein, dieses Angebot auf die Regelschulen auszuweiten. So, da haben wir nach wie vor großen Nachholbedarf. Das liegt allerdings zum Teil auch daran, dass Fachkräfte fehlen, muss man auch fairerweise sagen. Das gilt so ein bisschen auch für das, was wir gerade besprochen haben. Wir haben ja, Herr Büter, immer wieder auch die Frage diskutiert, weshalb gibt es eigentlich nur im Kernbereich der Plenardebatten des Deutschen Bundestages, die Gebärdensprachdolmetschung simultan. So, da haben wir Geld bereitgestellt, über die Fraktionsgrenzen hinweg, aber hatten große Probleme, Fachkräfte an der Stelle zu gewinnen, die in der Lage sind, unsere manchmal sehr, sehr langen Sitzungszeiten zu begleiten. Also da ist viel zu tun, aber es ist ausschließlich Sache der Länder. Was wir im Bund tun können, habe ich in dem Antrag umfassende Teilhabe der Inklusion für Deutschland ins Plenum einbringen dürfen. Für uns ist Bildung ein selbstverständliches Recht für jedermann und dazu gehört im Zusammenhang mit den anderen Regelungen, die ich schon genannt habe, dass ich inklusiv beschult werden kann, egal mit welchem Teilhabebedarf. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Also wenn Sie da sagen, die Fachkräfte fehlen, beziehungsweise da ist ein hoher Bedarf an dem Studiengang Gehörlosenpädagogik, wäre es wichtig, dass Gebärdensprache als Pflicht verankert ist. Also das ist oft nicht der Fall. Also viele angehende Lehrer können die Gebärdensprache gar nicht. Und wenn man das halt wirklich fest verankert im Studium, die Gebärdensprache zu lernen, um dann diese Kompetenzen zu haben und das dann weiterzuführen, das würde natürlich den Fachkräftemangel entgegenwirken. Ja, aber auf der anderen Seite würde es natürlich auch die Ausbildung deutlich verlängern. Und ich habe auch etwas Schwierigkeiten damit, spezifische Fragen zu Pflichtfächern zu machen. Wir haben in Deutschland 8 Millionen Menschen mit Behinderung, davon großen Anteil auch an Schülerinnen und Schülern, die noch nicht inklusiv beschult werden können, mit sehr unterschiedlichen Qualifikationen, die Pädagogen dort brauchen. Also da bin ich ein bisschen zurückhaltend, ist aber, muss ich zugeben, auch nicht mein Spezialthema, weil ich ja immer schon im Bund war und gar nicht auf der Landesebene begonnen habe. Also die Kultusfragen spielen hier im Bund nur eine sehr begrenzte Rolle. Okay, da vielleicht der Hinweis einfach nur von unserer Seite, da jetzt zum Beispiel an einer Gehörlosenschule, wenn gehörlose Kinder dort an diese Gehörlosenschule kommen und die Lehrer diese Gebärdensprache nicht können, dann und das die Eltern dann nicht verstehen, dann werden Dolmetscher eingesetzt. Aber die Dolmetscherkosten sind ja natürlich deutlich teurer als die einer Fachkraft, die gebärdensprachkompetent ist. Wenn Gebärdensprachdolmetscher zu einer Gehörlosenschule kommen müssen, ist das Bild schon komplett schief. Also das ist auf jeden Fall ein trauriges Bild. Da sind wir uns einig. Ich kenne das aus meinem Wahlkreis. Ich habe in meiner unmittelbaren Nachbarschaft eine Schwerpunktschule für Gehörlose, die dann auch den Auftrag hat, an all die anderen Schulen zu gehen. So, aber das sind dann häufig 2 Stunden in der Woche. Nicht für einen Schüler, sondern für die Schule. So, und wir versuchen, Nachwuchskräfte an der Stelle zu gewinnen, aber das Problem stellt sich tatsächlich bei den sogenannten Sonderpädagogen massiv an verschiedenen Stellen. Und das bremst uns stark aus. Das ist so. Ich würde mir da auch mehr wünschen, auch mehr Selbstverständlichkeit, aber ich kann das Nachwuchspersonal an der Stelle auch nicht garantieren. Okay. Dann kommen wir jetzt zum vierten Bereich, Arbeit und Beschäftigung. Die Forderung des Deutschen Gehörlosenbundes ist, dass die Ausgleichsabgabe erhöht wird auf 750 Euro pro nicht besetzten Pflichtarbeitsplatz. Können Sie sich das vorstellen? In dieser Pauschalität nicht. Ich glaube, dass wir an der Ausgleichsabgabe arbeiten müssen. Ich halte aber die Staffelung,
die es derzeit gibt, für die Frage der Anzahl der prozentual nicht besetzten Pflichtarbeitsplätze für richtig. Es gibt eine ziemliche Einigkeit im Deutschen Bundestag darüber, dass diejenigen, die 0% beschäftigen, deutlich stärker belastet werden müssen, als das derzeit der Fall ist. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass man möglicherweise über die 750 Euro hinausgeht. Denn da muss man ja bei den Rahmenbedingungen, die wir haben, also eine bestimmte Betriebsgröße und auch Freiheiten erstmal nach Neugründung des Betriebes, da muss man ja fast schon Absicht unterstellen. Nun ist es auch nicht überall so schlecht, wie man das manchmal denkt. Ich war total überrascht, dass beispielsweise DB Cargo und andere bei Quoten von 12, 13, 14% liegen. Aber bei den Forderungen, erstens nach der Erhöhung, muss man immer im Blick haben, das Ganze ist rechtlich eine Sonderabgabe, die bestimmten Zwecken dient. Das Aufkommen aus dieser Sonderabgabe ist so hoch, dass wir in den vergangenen, diesem und dem letzten Jahr die Corona-bedingten Ausfälle bei den Werkstätten für Menschen mit Behinderung auch aus diesem Topf speisen konnten. Auch ist es so, dass mir jedenfalls nicht bekannt ist, dass aus Geldmangel in diesem Topf Integrationsämter ihre Arbeit nicht leisten konnten, sondern da haben wir eher bürokratische Hemmnisse, die wir dringend abbauen müssen und zu geringe Verwaltungsstrukturen. Also im Ergebnis, es gibt immer so zwei Forderungen. Erhöhung, die Erhöhung darf in der Summe nur dazu führen, dass wir die notwendigen Maßnahmen der Integrationsämter und zur Arbeitsintegration daraus bezahlen können. Und sie darf nicht wesentlich höher kommen, weil sie dann verfassungswidrig wird. Das ist derzeit gewährleistet. Das mag später anders werden, aber im Moment ist das so. Die Ausgleichsabgabe ist auch wieder gestiegen. Es wird ja auch häufig behauptet, sie sei absolut statisch. Das ist sie nicht, weil sie über den 18.1 SGB IV an eine bestimmte Entwicklung gekoppelt ist, hat zu diesem Jahr wieder gegriffen. Also alle Sätze sind erhöht worden. Deswegen 750 Euro oder sogar mehr kann ich mir vorstellen für diejenigen, die 0% ihrer Arbeitsplätze so besetzt haben. Das muss anders sanktioniert werden. Ansonsten reicht das Aufkommen derzeit aus. Und Sie haben nicht konkret danach gefragt, aber auch die Erhöhung der Besetzungspflicht auf 6 halte ich für rechtlich nicht möglich und für in der Sache nicht zielführend. Denn wenn Sie gucken, dass Sie derzeit etwa 290.000 unbesetzte Pflichtarbeitsplätze haben, aber die Arbeitslosigkeit und sogar die Unterbeschäftigung für Menschen mit der anerkannten Behinderung deutlich darunter liegt, die also zu dem Ergebnis kommen, dass selbst wenn alle behinderten Menschen, die Ausgleichsabgaben relevant sind, jetzt sofort beschäftigt würden, hätten sie immer noch 30.000 bis 40.000 nicht besetzte Pflichtarbeitsplätze. Das zeigt, dass da derzeit kein Handlungsbedarf ist. Also vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Wir gehen jetzt mal zum Thema Arbeitsassistenz, bedarfsdeckend. Wie würden Ihre Vorschläge aussehen zur Verbesserung? Denn damit auch gehörlose Menschen und hörende Menschen wirklich gleiche Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt und auch Sicherung der Arbeitsplätze. Ja, das ist ein klassisches Problem eher meiner anderen Berufszunft, nämlich der Anwaltschaft. Ich persönlich glaube, dass das in den Gesetzen steht. So wie vieles andere auch. Und wenn Sie sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Assistenz angucken, dann wird am Ende fast immer zugesprochen. Ich kenne gar keine Ausnahmen. Also wir haben das geregelt, aber selbst nach höchstrichterlichen Urteilen haben wir in der Eingliederungshilfe Verwaltungen, die extrem restriktiv und meistens ablehnend bescheiden. Das ist nun gar nicht so spezifisch im SGB IX. Also wer sich als Anwalt jedenfalls mit den gesetzlichen Krankenversicherungen auseinandersetzt, hat daran auch nicht nur Freude, um das vorsichtig zu formulieren. Das ist einigermaßen unverständlich, aber hier muss auch Politik dafür sorgen, dass das, was wir in die Gesetze geschrieben haben, ich habe es vorhin gesagt, angefangen vom Grundgesetz im Artikel 3 bis hin in die aktuelle Form des SGB IX, dass das Lebenswirklichkeit wird. Und wenn dann immer wieder Verwaltung glaubt, sie findet irgendeinen Passus, wo sie formulieren kann, dass die Assistenz aus welchem Grund auch immer gerade mal wieder nicht zu genehmigen ist, dann müssen wir es eben nochmal anders formulieren. Aber das ist ein Ärgernis der Verwaltung, nicht der aktuellen Rechtslage. Die gibt das meines Erachtens her.
Sehr gut. Also nur als Hinweis, ich nehme mal ein Beispiel. Eine gehörlose Person bekommt also Arbeit, freut sich darüber, schreibt dann einen Antrag auf Arbeitsassistenzleistung, bekommt ihn nicht, wartet auf die Bewilligung unendlich. Es dauert manchmal 4, 5, 6 Monate, weil die Eingliederungsamt schickt das erst an den Integrationsfachdienst, der macht daraus erstmal ein Gutachten, eine Stellungnahme, die geht wieder zum Eingliederungsamt. 4, 5 Monate später kommt dann irgendwann die Bewilligung. In dieser Zeit ist der Arbeitgeber, guckt sich diese Leistungen seines Arbeitnehmers an und sagt, na, das funktioniert alles nicht. Der hat das nicht verstanden und entlässt ihn wieder. Ich meine, das ist doch gefährlich. Der Deutsche Gehörlosenbund hat vorgeschlagen, erstmal voraus eine Pauschale zu zahlen, dann die ganzen Überprüfungen und bürokratischen Hemmnisse zu machen bzw. zu bewältigen. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht als FDP-Vertreter? Erstens zu diesem konkreten Punkt. Wir haben in den Bundestag eingebracht eine Genehmigungsfiktion, weil genau das, was Sie schildern, mit allen möglichen Konstellationen permanent passiert. Und Sie hatten ja sogar noch die Konstellation, dass der Arbeitnehmer anfangen durfte. Häufig genug kommt es dazu ja gar nicht, weil der Arbeitgeber, wenn Umbau des Arbeitsplatzes notwendig ist, nicht anfängt vor der Genehmigung und aber auch nicht ewig warten kann. Und deswegen haben wir eingebracht, dass jeder, der einen Antrag beispielsweise auf barrierefreie Einrichtung eines Arbeitsplatzes stellt und nach 4 Wochen keine Antwort hat, das als Genehmigungsfiktion gilt. Und dann kann man hinterher immer noch über Einzelfragen streiten, also ob es dann 1.000 oder 1.500 Euro für den Schreibtisch oder das elektronische Hilfsgerät sind, aber es gilt als positiv beschieden. Und dann kann man mit einem Mindestmaß an Sicherheit anfangen. Das ist allerdings Kurierung des Symptoms, dass wir viel zu lange verfahren haben. Die Ursache liegt darin, dass wir auch mit dem Bundesteilhabegesetz und schon gar nicht davor es geschafft haben, zu klaren Regelungen zu kommen. Wir haben das gerade bei der Assistenz besprochen. Wir können das bei Assistenzhunden besprechen. Wir können das bei Gebärdensprachdolmetschen, kommen wir ja auch später noch zu, in bestimmten Bereichen des Lebens besprechen. Wir haben einen Regelungswust, wo Sie am Ende, wenn Sie lange genug Zeit haben, hartnäckig genug sind, Geld genug haben, den Anwalt zu bezahlen, der das alles macht, zu Ihrem Recht kommen, wo aber für sozusagen den klassischen sozialstaatlichen Ansatz, ich bin in einer konkreten Situation und brauche jetzt oder auf Zeit Hilfe und möchte die haben, Sie das genau nicht mehr kriegen. Das zieht sich durch das gesamte Sozialrecht. Ich bin seit über 20 Jahren auch Anwalt im Sozialrecht. Ich verstehe an vielen Stellen unser Sozialrecht auch nicht mehr. Und das ist dann für den Betroffenen, Hilfesuchenden noch schwieriger. Das heißt, neben der gerade von Ihnen konkret angesprochenen Frage der Symptombekämpfung durch eine solche Genehmigungsfiktion brauchen wir einen Konsens, brauche ich aber auch die Kollegen anderer Fraktionen dazu, dass wir unsere Rechtsordnung klarer, einfacher, transparenter machen. Das wird, sagt das auch. Ich weiß, dass das dazu führen wird, dass in Einzelfällen Menschen sagen werden, ja, aber das war für mich konkret früher gerechter geregelt. Aber ich glaube, insgesamt sind klare, verständliche, nachvollziehbare Regelungen der Weg dahin, zu schnellen, auch zu nachvollziehbaren Bescheiden der Behörde zu kommen. Und ganz am Ende macht das sogar etwas mit unserer Gesellschaft insgesamt. Denn wenn ich weiß, was mir zusteht, wenn der Sachbearbeiter weiß, was er mir zuzusprechen hat, dann ist unsere Gesellschaft insgesamt zufriedener, als wenn man immer den Eindruck hat, der, der besonders lange kämpft, der, der sich das besonders gut leisten kann, kriegt mehr als der, der das nicht kann. Das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Sehr gut. Also jetzt haben wir das Thema Arbeit abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu einem neuen Thema, soziale Teilhabe. Das Bundesteilhabegesetz, das ist ja Ihr Spezialgebiet als Rechtsanwalt. Da kann ich gut zu Fragen stellen. Also im Sozialgesetzbuch 9, Paragraph 71 bis 84, oder Paragraphen, ist das Problem oder wird beschrieben die soziale Teilhabe, Ehrenamt, Privatbereich, Sozialbereich, Gebärdensprachdolmetscherkosten. Die sind noch nicht da drin und werden auch nicht übernommen. Nehmen wir mal den Paragraphen 82,
Leistungen zur Förderung der Verständigung. Da sind drei Wörter aus besonderem Anlass, steht da drin. Ne? Sind Sie bereit, diese drei Wörter zu streichen in diesem Gesetz? Passt in das Gleiche, was wir gerade besprochen haben. Gemeint ist ja nicht das, was derzeit die Leistungsverwaltung daraus macht. Ich muss im Grunde 20 Seiten begründen, warum ich ausnahmsweise mal einen Gebärdensprachdolmetscher bezahlt bekomme. Sondern gemeint ist ja eigentlich, dass man selbstverständlich, auch das ist aber klar in der Leistungsverwaltung, keine 24-7-Begleitung durch Gebärdensprachdolmetscher hat. So. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn Leistungsverwaltung so an dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers vorbei Einzelentscheidungen trifft, dann muss man tatsächlich darüber nachdenken, diese Formulierung zu ändern, gegebenenfalls zu streichen. Das ist aber, zieht sich nicht nur an dieser Stelle durch das Bundesteilhabegesetz, sondern an ganz vielen anderen auch. Und eine Schwierigkeit, die wir derzeit haben, ist, dass mit jeder neuen Formulierung von Leistungsgesetzen die endgültige Rechtssicherheit eben leider nicht bekommen, wenn der Bundestag, der Bundesrat und der Bundespräsident ihre Arbeit getan haben, sondern erst, wenn das Bundessozialgericht endgültig entschieden hat. Und das Bundesteilhabegesetz mit seinen Regelungen ist noch so neu, dass das meiste überhaupt noch nicht in Kassel gewesen ist. Das ist misslich und lässt sich nur durch weniger unbestimmte Rechtsbegriffe und klarere Regelungen, ich hatte es gerade schon gesagt, die wir ins Gesetz schreiben, ändern. Das ist bedauerlich eigentlich, weil so diese offenen Formulierungen ja eigentlich eine gute Tradition haben. Wir 709 Bundestagsabgeordneten hier in dem Gebäude, das ich als Hintergrund genommen habe, sind sehr weit weg von der Einzelsituation. Berlin ist auch stark grüner Tisch. Und deswegen ist es im Grundsatz nicht falsch zu sagen, dass diejenigen, die vor Ort mit der Einzelsituation konfrontiert sind, Entscheidungsmöglichkeiten haben. Ich halte das im Grundsatz eigentlich für richtig. Wenn das aber immer nur dazu führt, dass man alles, was an Ansprüchen in Berlin so gemeint gewesen ist, ablehnt, dann geht es eben nicht und dann müssen wir es hier selber regeln als erste Gewalt. Ja. Also Gehörlose, die Gebärdensprachdolmetscherkosten stoßen Gehörlose an so viele Grenzen und so viele Schwierigkeiten. Ne? Also gehörlose Politiker haben Interesse, in Kommunalpolitik zu gehen, in den Landtag zu gehen oder sogar in den Bundestag. Sie würden auch gerne sich in Parteien engagieren, Kandidaten werden, an Podiumsdiskussionen teilnehmen und so weiter und so fort. Aber sie können ja gar nicht, weil wer bezahlt denn die Dolmetscherkosten? Das heißt, ihnen wird das verwehrt. Ne? Das heißt, sogar die politische Teilhabe ist total eingeschränkt. Und ich würde gerne im Bundestag einen Abgeordneten dabei haben, der zum Beispiel gehörlos ist, auch in den Landtags, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Ungarn. In Belgien gibt es gehörlose Abgeordnete. Jetzt vor kurzem ist in Israel eine gehörlose Frau zur Politik gekommen und im EU-Parlament sind jetzt nur noch ein gehörloser Abgeordneter. Deutschland? Nirgendwo. Das heißt, als Tipp, können Sie mir einen Tipp geben, wie man das umsetzen kann, dass politische Teilhabe auch Gehörlosen möglich ist? Absolut. Frau Kaufmann, Herr Wüther, ich freue mich auf die nächsten Wahlkämpfe mit Ihnen als Kandidaten. Also wäre die FDP bereit, diese Kosten zu übernehmen? Das ist nämlich das Problem. Im Bundesteilhabegesetz, im SGB 9, da muss das geändert werden. Da muss drinstehen politische Teilhabe. Ne? Also in besonderen Angelegenheiten, da sagt ein Sachbearbeiter, ja, der hat keine Ahnung. Die entscheiden dann nach Willkür sozusagen, was ist ein besonderer Anlass. Dass die soziale Teilhabe umfasst, dass ich weiß, was in meinem Kommunalparlament passiert und spätestens an der Ebene drüber, also auch wenn Sie schon als Bürgermeister oder Ähnliches kandidieren, kommen Sie auch schon in die Hauptamtlichkeit. Wenn Sie als Landtagsabgeordneter kandidieren oder als Bundestagsabgeordneter, ist das schon Assistenz zur Berufsvorbereitung. Das sind hauptamtliche Dinge. Also ich verstehe, wie gesagt, auch viele von den Einzelentscheidungen nicht. Wobei ich schon auch sehe, dass natürlich
der Fachkräftemangel mit Gebärdensprachdolmetschern in jeder Kommune da ist. Den haben ja nicht nur wir hier in Berlin, sondern auch da. Deswegen gibt es da eine restriktivere Haltung, weil man gar nicht weiß, wie man es erfüllen kann. Aber die Situationen, die Sie beschreiben, da gibt es ja den Gebärdensprachdolmetscher im Hintergrund. Es geht nur noch um die Kostenübernahme. Und da, habe ich vorhin schon gesagt, wird das aus meiner Sicht viel zu restriktiv gehandhabt. Und wenn sich das nicht ändert, dann muss man im Zweifel das Gesetz ändern, um den Ermessensspielraum der Verwaltung an der Stelle einzustellen. Zu der Frage mit den Gehörlosen im Parlament. Ich will keinen, der im Parlament sitzt, zum Gehörlosen machen, sondern es muss schon gehörloser Abgeordneter werden. Da sehe ich Sie mehr in der Pflicht als mich. Ja, also vielen Dank für Ihre Antwort. Dann kommen wir mal zum sechsten Thema, Förderung der Gebärdensprache. Entschuldigung. Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprache, da gibt es ja Serbisch und so weiter, andere Sprachen, es sind 7 Sprachen insgesamt, dass man die Gebärdensprache auch anerkennt als Minderheitensprache. Ne, wie ist da die Meinung der FDP zu? Ja, das ist ein sehr spezifisches Thema. Dazu waren Sie ja auch schon mit meinen Kulturkollegen im Austausch. Also die Rechtslage ist, dass die Gebärdensprache als Sprache in Deutschland anerkannt ist. Und die allgemeine Lesart, auch der Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, die Ihnen bekannt sind, ist, dass das Streben nach Anerkennung als kulturelle Minderheitssprache dazu ein Minus darstellt im rechtlichen Status. So, deswegen sind wir nicht ganz sicher, nach wie vor nicht, ob diese Anerkennung gegenüber der Anerkennung als Sprache eigentlich etwas bringt. So, die europäischen Rahmenbedingungen sind so, dass kulturelle Minderheitssprachen im Grunde im Vergleich zu der Anerkennung als Sprache wenig bringen. So, deswegen haben wir aus rechtlicher Sicht Zweifel daran, ob das zielführend ist. Am Ende vertrauen wir aber nicht nur Ihrem, sondern anderen Verbänden, wenn Sie das betreiben wollen, mit all den Risiken, die das rechtlich aber haben kann, dann werden wir Sie dabei positiv begleiten. Das ist Haltung der Fraktion. Selbst wären wir auf die Idee allerdings nicht gekommen, weil uns die Rechtsgutachten sagen, die Gebärdensprache ist in Deutschland jetzt schon in einem besseren Status als die von Ihnen zitierten kulturellen Minderheitssprachen. Ui, das finde ich sehr interessant. Also das heißt, die Gebärdensprache steht ja im Sozialgesetzbuch 9, da ist sie anerkannt. Und dann im Behindertengleichstellungsgesetz ist sie anerkannt. Das ist richtig, aber also in speziellen Behindertengesetzen, aber dass sie also gleich, es wird dann gesagt, also das ist so eine Behindertensprache, eine spezielle Sprache und ist nicht auf gleicher Ebene wie die anderen Sprachen und auch nicht die deutsche. Nee, sie ist als eigenständige Sprache damit in Bundesgesetzen anerkannt. Sie ist keine Amtssprache, das würde sie aber auch nicht dadurch werden, dass sie als kulturelle Minderheitssprache anerkannt wird. So, und dadurch, dass sie genannt ist, ist sie anerkannt. Ich muss Ihnen sagen, das ist auch so ein rechtlich schwieriges Thema. Ich vertraue da auf die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Und ich sage Ihnen auch, wenn Sie das möchten, diese Anerkennung, tragen Sie das Risiko. Ich habe Ihnen gerade gesagt, meine Fraktion hat sich dazu eingelassen, dass wir Sie dabei positiv begleiten. Kommen Sie aber nicht hinterher und sagen nach 3 Jahren, Sie wollen es rückgängig machen. So, bitte nicht. Ja, die Frau, nochmal in diesem Zusammenhang ganz kurz. Wir als Gehörlosengemeinschaft möchten die Gebärdensprache als kulturelle, also erstmal die Gehörlosen als kulturelle Minderheit und also die Gebärdensprache als Minderheitensprache anerkannt werden, damit wir also diese Sprache auch geschützt wird durch das Gesetz. Das heißt, dass wir eine geschützte Sprache haben, ne, und wir erwarten also als Bild, wenn unsere Gebärdensprache als sprachliche Minderheit anerkannt ist, ist sie auch geschützt und wir können auch mehr dann praktisch durchsetzen, ne?
zum Beispiel Schulen verpflichten, Lehrer verpflichten, auch Gebärdensprache anzuwenden. Ne, und Gebärdensprache als Unterrichtssprache zu benutzen, Gebärdensprachdolmetscher klarer einzusetzen. Es gibt dann eine größere Verpflichtung und es ist unsere Erwartung ist, dass da man damit mehr erreichen kann. Ne? Also das ist damit gemeint als Anerkennung der Minderheitensprache. Habe ich verstanden. Ich verstehe auch die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. So, und wenn Sie in der Abgrenzung, Frau Kaufmann, jetzt nicht zur Amtssprache kommen, zur weiteren, da wird es in Deutschland keine Nebendeutsch geben, sagen diese Gutachten, so verstehe ich sie jedenfalls, ohne dass ich da Experte bin, da muss ich wirklich sagen, da bewege ich mich jetzt auf dünnem Eis, sagen diese Gutachten, diese Anerkennung, die sie anstreben, kann zu einem weniger im Vergleich zum jetzigen Rechtsstatus sein. Am Ende überlasse ich das Ihnen. Meine Fraktion hat gesagt, wir begleiten Sie dabei positiv. Aber wir vom Deutschen Gehörlosenbund, also wir wollen auch nicht als Ziel die Amtssprache, also dass deutsche Gebärdensprache als Amtssprache anerkannt wird. Darum geht es nicht. Also dass das jetzt klar ist und klargestellt ist. Also unser Ziel ist es also, die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprache, dass wir da aufgenommen werden und da mit aufgeführt werden. Das hat nichts mit der Amtssprache in Deutschland zu tun. Weil klar, im Behindertengleichstellungsgesetz ist die Gebärdensprache aufgeführt als Kommunikationshilfe. Aber es ist keine Kommunikationshilfe. Das ist was vom Sprachgebrauch her schon etwas minderwertiges, Kommunikationshilfe, sondern es ist eine eigenständige Sprache. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, der hat das ja, das Gutachten geschrieben über die Gebärdensprache als Minderheitensprache. Mit diesen Ausführungen sind wir auch nicht zufrieden vom Deutschen Gehörlosenbund. Auch Linguisten, also wir haben ja einen Professor der Linguistik, der auch gehörlos ist. Also da können wir noch mal im Detail später darüber diskutieren. Ne, am 23. September ist ja immer der Internationale Tag der Gebärdensprachen, also aller Sprachen. Und da gibt es auch noch mal die Sensibilisierung des Themas und auch die Sensibilisierung des Themas als Minderheitensprache. So, aber wir kommen zum nächsten Punkt. Die siebte Frage. Das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes. In der nächsten Legislaturperiode sind Sie da bereit, da nochmal Korrekturen vorzunehmen, zum Beispiel die Pflicht zur Barrierefreiheit für in dem privatwirtschaftlichen Bereich, dann zum Beispiel die Rechtsschutzmöglichkeiten und das Feedback-Mechanismus auszubauen und dann auch die finanziellen Ressourcen für die Partizipationsförderung zu erhöhen. Also nach § 19 BGG. Ne, wir haben jetzt 1,1 Millionen Euro. Können Sie sich vorstellen, das in der nächsten Legislaturperiode zu erhöhen? Was sind Ihre Ausführungen dazu? Können wir mal damit anfangen, ob ich mir vorstellen kann, Gesetze zu ändern. Ich komme aus der Opposition. Ich brenne darauf, Gesetze zu ändern. Dafür kämpfe ich ja darum, dass wir nächstes Mal an der regierungstragenden Fraktionsgemeinschaft beteiligt sind. So, wir haben ja in dieser Wahlperiode schon Dinge dazu eingebracht. Beispielsweise ist für uns völlig klar, dass wir die Ausweitung des Behindertengleichstellungsgesetzes auf die Träger der öffentlichen Gewalt nicht einsehen und das Unternehmen, die zu 100% im Sitz des Bundes sind, und das betrifft wesentliche, beispielsweise die Deutsche Bahn, aber auch andere, voll mit umfassen wollen. Ich hatte Ihnen vorhin in anderem Zusammenhang gesagt, wir gehen davon aus, dass mit bestimmten Fristen jeder, der sich an eine unbestimmte Anzahl von Kunden wirtschaftlich wendet, barrierefrei das tun muss. Da brauche ich keine Sonderregelung mehr, sondern wenn wir das an welcher Stelle auch immer verankert haben, gilt das für alle. Und das ist das erklärte Ziel meiner Fraktion. Und je mehr Sie das umsetzen, wenn Sie von diesem Punkt ausgehen, desto weniger brauchen Sie noch weitere Sonderregeln. Aber ja, um das deutlich zu sagen, ich will diese Ausweitung und ich will die Anwendung und die Einbeziehung auch der Privatwirtschaft über das hinaus, was wir schon beantragt haben.
Und dann noch eine Frage, die Partizipationsförderung, also der Paragraph 19, erhöhen, ja oder nein? Über 1,1 Millionen reden wir in Zeiten der Corona-Pandemie gar nicht. Da wird Ihnen jetzt jeder sagen, selbstverständlich, in welchem Maß muss man sehen. Aber bei 5% Inflation werden Sie alles erhöhen, was im Bundeshaushalt steht. Für mich ist noch was anderes wichtig an der Stelle, wenn ich das sagen darf. Wir sprechen ja über, ich glaube übrigens, die Notwendigkeit jedenfalls großer Umbrüche in unserer Rechtsordnung. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, diese vielen auch von Ihnen festgestellten komplizierten Verfahren zwingen uns meines Erachtens dazu, in der nächsten Wahlperiode uns mal zusammenzusetzen, Betroffene, Verbände, über die Parteigrenzen hinweg Politiker, um mal zu gucken, warum haben wir eigentlich so viel beschlossen und gehen dann im Deutschen Bundestag davon aus, dass es funktioniert und in Wirklichkeit funktioniert es nicht. Und ich bin sehr zurückhaltend, was das Einsetzen von Arbeitskreisen und Kommissionen angeht, bin aber sehr stolz darauf, dass meine Fraktion auf meine Bitte als erste beschlossen hat, trotz noch atmender Situation des Bundesteilhabegesetzes in der nächsten Periode eine Enquetekommission einzusetzen zu Barrierefreiheit und Inklusion in unserer Gesellschaft, weil ich glaube, dass wir jetzt schon sehen, mit dem Bundesteilhabegesetz ist eben sehr viel schiefgegangen, was gut gemeint war, aber nicht nur nicht zu Verbesserungen, sondern manchmal sogar zu Verschlechterungen geführt hat. Und dann kommen wir zu all den Dingen, die Sie gerade mit angesprochen haben, wo ich so aussehe, als würde ich mich rausreden wollen, indem ich sage, die Länder sind zuständig. Wenn es einen Sinn macht, solche Enquetekommissionen einzurichten, dann sind es eigentlich zwei. Einmal die Bestandsaufnahme dessen, was alles nicht so funktioniert. Und das Zweite, das Zusammenbringen aller Akteure in einer Gesellschaft, die etwas entscheiden können. Und dann kann man sich beispielsweise bei der Bildung vielleicht in einer solchen Runde darauf verständigen, dass alle 16 Länder einen Kern an inklusiver Beschulung auch mit Gebärdensprachdolmetschung sicherstellen. Das können wir im Bund dreimal beschließen. Das nützt nichts. Sie brauchen die 16 Länder dazu. Und schön wäre es ja auch mal, wenn wir vergleichbare Verhältnisse auch an dieser Stelle in allen Ländern hätten. Das mag sich immer noch im Detail unterscheiden, aber wir haben gravierende Unterschiede, zum Beispiel bei der von Ihnen angesprochenen Genehmigungspraxis bei Arbeitsassistenz. Wir haben gravierende Unterschiede bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, bei den Freibeträgen, Barbeträgen und anderen Dingen. Wir haben gravierende Unterschiede bei der Umsetzung des Budgets für Arbeit. Bei der Umsetzung des Budgets für Ausbildung haben wir noch keine Unterschiede, weil es im Grunde nirgends stattfindet, was aber ja auch nicht zielführend ist, wenn wir es beschließen. So, also da gibt es großen Bedarf, nach der Diskussion 2015-16 nochmal zusammenzukommen und zu sagen, was ist eigentlich in der Lebenswirklichkeit passiert und was müssen wir tun, damit das, was eigentlich schon Konsens war, vor dann 7, 8 Jahren auch wirklich im Leben ankommt. Sehr gut. Nochmal zurück zu dem Thema Behindertengleichstellungsgesetz. Barrierefreiheit in der Privatwirtschaft, im privatwirtschaftlichen Bereich. Bei der EAA, die Umsetzung, da war ja ein barrierefreies Gesetz, BFG. Dann kam das noch dazu, barrierefreie Verstärkungsgesetz. Das war ein Entwurf vom BMAS. Und da sind wir nicht glücklich. Ne? Warum musste da jetzt nochmal ein neues Gesetz gemacht werden? Warum ist es nicht einfach beim Behindertengleichstellungsgesetz mit eingebaut worden, sozusagen? Und da hätte man ja die Privatwirtschaft auch einbauen können. Warum muss da jetzt, also und das alles als Umsetzung des EAA, also dieses Verstärkungsgesetz, also ist das sinnvoll? Ne? Punkt 1. Bei der nächsten Legislaturperiode, was sind da Ihre Ideen? Sie haben meine Rede zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz des Deutschen Bundestages vielleicht gehört. Ich glaube, das war die, wo ich damit geendet habe. Es ist vielleicht gut, dass wir jetzt nicht mehr länger in dieser Wahlperiode über diese Dinge sprechen. Warum ist das ein Einzelgesetz geworden? Weil die Bundesregierung nichts anderes gemacht hat als den Mindestkern
der europäischen Verpflichtung umzusetzen und aber auch kein Jota darüber hinaus. Wenn in Gesetzen ernsthaft steht, dass Bankautomaten, das Beispiel werde ich auch immer wieder denen unter die Nase reiben, ab 2040 dann barrierefrei sein müssen. Und wir wissen, worüber wir reden. Es gibt den Kopfhöreranschluss und das kleine Display. Also man könnte wirklich jetzt anfangen, es vorzuschreiben. Die werden sowieso regelmäßig ausgetauscht. Das wäre viel früher zu erreichen. Aber selbst wenn man das nimmt und das dann für 2040 festlegt, aber im gleichen Gesetz nicht mal regelt, dass der Bankautomat dann nicht hinter Treppen oder anderen Dingen steht, so, dann kann man das überhaupt nicht ernst nehmen. Das war der Versuch, nochmal zu zeigen, dass man überhaupt irgendwas macht. Das war ein Rohrkrepierer für die regierungstragenden Fraktionen, der auch zu Recht so wahrgenommen worden ist. Und auch nicht nur unter diesem Gesichtspunkt, sondern auch unter dem, was wir gerade besprochen haben. Ich bin kein großer Freund von 1000 Einzelgesetzen. Ich will auch keine Einzelregelungen gesetzlicher oder Verordnungsart für die Gesundheitswirtschaft oder andere, sondern ich will eigentlich ein SGB IX, wo alles drinsteht. Und ansonsten haben wir Diskriminierungsverbote in der Verfassung, die gelten für jeden. Da brauche ich kein extra Behindertengleichstellungsgesetz oder andere Dinge mehr. Wenn wir zu allgemeinverbindlichen Regelungen kommen, die sagen, jeder ist zur Barrierefreiheit verpflichtet, als Träger öffentlicher Gewalt, als öffentliches Unternehmen oder als privatwirtschaftliches Unternehmen, das sich an die Öffentlichkeit wendet, dann ist das so und wir brauchen keine 15 weiteren Gesetze und Verordnungen. Heute in anderem Zusammenhang darüber gesprochen, dass das ja an verschiedenen Stellen sozusagen in Berufsordnungen fast geregelt ist, bei Apotheken zum Beispiel. So, dann haben Sie das alles so, und dann fahren Sie rum und gucken sich welche an. Und bei einigen ist es so, da war es aber vor dieser internen Verordnung auch schon so und Verpflichtung und bei anderen ist immer noch nichts passiert. Und das liegt auch daran, dass man ja zum Teil auch, da unterstelle ich gar keine böse Absicht, den Dschungel von Vorschriften in Deutschland kaum noch durchschaut. Ich meine, ich darf das hauptberuflich machen und werde da freundlicherweise vom Bürger für bezahlt. Trotzdem kenne ich gar nicht alles und muss mir mit vielen Referenten und manchmal wissenschaftlichen Dienst Dinge zuarbeiten lassen. Das ist alles irre. Und deswegen deutlich weniger Gesetze, auch mit der Gefahr, dass einzelne Fälle dann vielleicht mal weniger gerecht geregelt sind, aber klare Regelungen, an die sich jeder hält. Und bei denen jeder auch weiß, das steht mir zu. Und die dann auch administriert werden können, am besten schon von der Verwaltung, spätestens aber ganz schnell von der Justiz. Das ist meine Grundvorstellung. Sehr gut. Vielen Dank für Ihre Antworten. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zur achten Frage. Wir haben noch 10 Minuten. Und zwar geht es da um Partizipation, nicht über uns, ohne uns. Also die 20. Legislaturperiode, was könnte man da besser machen? Dass zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder die Selbstvertretungsorganisationen für Behinderten, also die Behindertenverbände, zum Beispiel wie der Deutsche Gehörlosenbund, bei Gesetzgebungsverfahren besser mit eingebunden werden. Ne? Also zum Beispiel Abgabefristen auch fairer gegeben werden und 2 Wochen oder 3 Wochen vorher und nicht, man gibt etwas und sagt, ihr müsst jetzt Stellung beziehen innerhalb von ein paar Tagen, eingeladen werden zu Anhörungen und zu Anhörungsverfahren. Wie sieht es da mit der Position der FDP aus? Kann ich mich auf das konzentrieren, was wir konkret getan haben? Wir haben immer wieder konkret kritisiert die kurzen Anhörungsfristen, die aber von den Ministerien kamen. Wir legen gerade als Oppositionsfraktion auch gesteigerten Wert darauf, dass wir übrigens auch mal diese Entwürfe, Sie haben die ja oft vor mir, muss man ja auch mal sagen. Ich bin immer ein Mitglied des Deutschen Bundestages und Sie kriegen im Rahmen der Verbändeanhörung trotzdem die Papiere aus den Ministerien häufig noch vor mir. Dann allerdings mit sehr kurzen Fristen. Und es zeigt sich, dass immer dann, wenn man selbst, das unterstelle ich jetzt mal etwas boshaft als Oppositionspolitiker, wenn man selbst ein schlechtes Gewissen über die Dinge entwickelt, die man einbringen will, dass man dann besonders kurze Fristen zur Stellungnahme gibt. Wenn Sie sich erinnern an das, wir hatten es gerade, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, da sollte überhaupt keine Anhörung mehr stattfinden.
Und es hat eines Riesenkraftaktes der an dieser Stelle vereinten Opposition aus Linken, Grünen und FDP bedarf, bis es überhaupt noch zu einer gekommen ist, die dann so war, wie sie war. Kann man dann auch in der sich überlegen, ob das eigentlich noch so nötig war. Am Ende bleibt das Gesetz Murks und das an verschiedenen Stellen. Also das ist nicht zielführend. Und um aus diesem, manchmal gibt es dafür ja auch Gründe, bestimmte Fristen oder so, war allerdings in dieser Wahlperiode selten der Grund. Um jenseits solcher Fragen sich austauschen zu können, hatte ich gerade angesprochen, hat meine Fraktion als erste den Bundestagspräsidenten angeschrieben mit der Bitte, zu Beginn der nächsten Wahlperiode eine Enquetekommission Inklusion einzusetzen. Und da hat man mehr Zeit. Da geht es auch nicht darum, dass man immer an konkreten Formulierungen feilt. Das führt uns hier am Ende auch nicht nur weiter, wenn wir immer uns im Klein-Klein bewegen. Sondern das ist auch so ein Problem der Transformation. Also ich glaube wirklich, wir waren ja damals im Bildungsurlaub als FDP. Aber als das Bundesteilhabegesetz mit breitester Verbände und betroffenen Anhörung beraten worden ist, kam man ja im Grunde zu, nach meiner Einschätzung, Ergebnissen, auf die man sich verständigt hat, da könnten Sie und ich mit leben. So, in der konkreten Umsetzung hat sich das aber zum Teil als Gegenteil erwiesen. Das heißt, zwischen dieser Klein-Klein-Geschichte, die wir im aktuellen Gesetzgebungsverfahren noch haben, und der grundsätzlichen Definition, was verstehen wir eigentlich unter einer inklusiven Gesellschaft, ist ein Prozess, den die Enquetekommission hoffentlich leisten kann. Den leisten wir in der Alltäglichkeit des parlamentarischen Lebens nicht und den leisten Sie und wir gemeinschaftlich nicht bei dem Werben dafür, dass eine inklusive Gesellschaft nicht irgendwas ist, was für Einzelne oder Minderheiten gut ist, sondern etwas, das die Voraussetzung dafür ist, dass wir in diesem Land miteinander entspannt leben können. Und dass nahezu jede Einzelmaßnahme eine Vielzahl von Profiteuren hat, wenn man es dann auf Profit abstellen muss. So. Und das geht nicht in der Anhörung zu einem konkreten Gesetz. Das geht manchmal in Veranstaltungen, wie Sie die machen oder andere Verbände. Aber es geht, glaube ich, besser in einem auf tatsächlich 1, 2, 3 Jahre angelegten, alle Beteiligten nochmal an einen Tisch holenden Prozess, der dann hoffentlich in der gleichen Wahlperiode eine Mehrheit dafür findet, das auch gesetzlich umzusetzen. Das muss nicht immer ein neues Gesetz sein. Das kann sogar das Streichen von vielen Gesetzen sein und dafür das Festschreiben von vernünftigen Grundsätzen in den zentralen Bundesgesetzen. Sehr gut, sehr schön. Wenn die Bundestagswahl, wenn Sie die gewinnen sollten und Sie bekommen Bundestagsabgeordnete, könnten Sie dann den Deutschen Gehörlosen, können Sie sich vorstellen, den Deutschen Gehörlosenbund einzuladen als Sachverständige in diese Enquetekommission oder in andere Anhörungsausschüsse? Habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gemacht bei einer Anhörung, aber in dieser Enquetekommission, die macht nur dann Sinn, wenn jeder, der was dazu beitragen kann, dabei ist. Das ist ja sozusagen das Wesen. Ich will da die Verbände, die Betroffenen alle drin haben, genauso aber auch die Privatwirtschaft. Da können wir auch viel von lernen und es müssen alle politischen Kräfte drin sein. Ausdrücklich nach meinem Wunsch, aber auch die kann ich wieder nicht zwingen, nicht nur der Bund, sondern auch die Länder. Wir werden auch den Städtetag und andere brauchen. In meinem Bundesland Niedersachsen ist mit dem Bundesteilhabegesetz plötzlich der Landkreis und die kreisfreie Stadt Träger der Eingliederungshilfe geworden. Doch, waren die noch nie. So, aber wir brauchen all diese Akteure und wenn dabei am Ende rauskommt, wir haben zu viele, insbesondere auf der Verwaltungsseite und wir konzentrieren uns lieber auf einige wenige, die dann aber auch Sachkompetenz haben, Klammer auf Beispiel Nordrhein-Westfalen mit den beiden Landschaftsverbänden, muss ich jetzt gar nicht sagen, weil wir da eine CDU-FDP-Regierung haben. Aber jeder, der sich in dieser Szene tummelt, weiß, es läuft in Nordrhein-Westfalen, jetzt gehe ich mal von Niedersachsen weg, deutlich besser als in Baden-Württemberg. So, das hat auch was damit zu tun, dass man Kompetenzen bündelt. Es kann ja gar nicht jeder alles wissen in so einem ziselierten Sozialstaat, wie wir den haben. Aber da muss man über diese Dinge einfach mal reden. Und das geht nur mit allen am Tisch. Und ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Sie dabei sind. So, sehr schön. Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich übergebe jetzt an die Frau Elisabeth Kaufmann. Also, alles klar. Also Sie haben ja, also was Sie erzählt haben, das hat mir sehr gut gefallen. Sie haben gesagt, Menschen mit Behinderung, dass wir alle für alle Lebensbereiche auch also dabei sind ohne Barrieren. Also ich kann das also nicht länger akzeptieren. Also ich wünsche, dass die FDP das Bundesteilhabegesetz umfassend stärkt, wie Sie das eben auch gesagt haben, ne? Und dass wir auch, dass wir nicht mutlos sind, dass Sie Mut beweisen, auch wenn Sie an der Regierung dann sind, weil im letzten Jahr war es einfach so, es ist nicht, hat nicht so gut geklappt beim letzten Mal. Und ich fände es schön, wenn Sie, also, ich habe nicht so ein gutes Bild. Es tut mir leid, aber die Bildverbindung, also, ja, also es ist so, Sie haben ja selber gesagt, Menschen mit Behinderungen sollen in allen Lebensbereichen auf un und nicht auf unüberwindbare Hürden stoßen. So, also 2021 aus Ihrer Sicht, wir können das nicht weiter so akzeptieren, wie es bisher ist. Ne, Sie haben ja selber das gesagt, freie, also die FDP möchte gerne Teilhabe und diese Teilhabe von allen Menschen verstärken, also für behinderte Menschen auch verstärken. Und auch das realistisch verbessern und nicht, dass das wieder verloren geht und dass es mutlos die Bundesregierung dann wird, wie sie war. Ne? Also Mutlosigkeit war ja bisher, also in der bisherigen Bundesregierung, also ist unser Eindruck, ne? Dass Reparaturen kleinerer Art gemacht worden sind, nur an bestimmten Gesetzen, das hatten Sie auch eben so gesagt. Und ich sage, es wäre gut, wenn Politik nicht immer hinter der Bürokratie die Türen schließen und sagen, naja, das ist jetzt nicht unsere Sache. Und das praktisch abschieben, ja, wir können ja nichts dafür, das macht ja die Bürokratie, das macht ja die Verwaltung. Und ach, das sind ja so hohe Kosten. Und ach, das sind ja 16 Bundesländer, da sind wir nicht zuständig. Und das macht das Ganze, oder die Regelungen sind zu kompliziert und so weiter. Wir haben jetzt 8 Fragen, hat Herr Büter gestellt. Und das geht, das sind alles unsere Barrieren, große Barrieren. Und die Politiker sollen auch richtig und realistisch zuhören und auch mal hinterfragen, was ist der wirkliche Bedarf? Ne? Also, ne? Und dann, wenn man richtig zugehört hat, dann können auch Verbesserungen klappen. Ne? Und das Wichtigste ist, dass gehörlose Menschen hinzugezogen werden, einbezogen werden in alle Prozesse. Ne? Dann wird es auch klappen und jeder kann dann sehen und hat auch ein Bild davon, was ist der Bedarf von diesen Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig. So, also das ist so unser Schlusswort. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und drücke Ihnen die Daumen und drücke auch einer Regierung mit der FDP die Daumen. Wir geben uns Mühe, aber am Ende rede ich ja nicht nur mit Ihnen, sondern mit ganz vielen. Und das, was uns einige immer noch vorwerfen. Vor 4 Jahren war es so, dass es keine Konstellation gab, in der die Dinge, in denen ich zum Beispiel das gesagt habe, was ich jetzt gesagt habe, hätte umsetzen können. Und dann will ich mich ja auch vor Ihnen nicht so fürchten. Dann hauen Sie mich ja richtig, wenn ich nichts umsetzen kann von dem, was ich in den letzten 4 Jahren eingebracht habe. Deswegen, ich hoffe auch, dass es
eine gute Regierung gibt, eine Regierung gibt, die mutig wird. Wenn wir dann mutige Entscheidungen treffen, gibt es immer auch den einen oder die andere, der davon negativ betroffen sein wird. Dann wünsche ich mir auch den Rückhalt von Ihnen, wenn wir jedenfalls grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind. Warten wir jetzt mal den September ab und dann bleiben wir ja, wie wir das in den vergangenen Jahren getan haben, regelmäßig im Gespräch. Und dann freue ich mich auf Ihren Input und vielleicht machen wir gemeinsam was in der Enquete-Kommission. Sehr gut. Also bei der Bundestagswahl, das Ergebnis ist ja im September. Was ist denn, wie viel Prozent ist denn Ihr Wunschergebnis, Ihr Traum? Was wäre denn Ihr Traumergebnis? Ich habe keine Träume an der Stelle. Ich wünsche mir, ich glaube nicht, dass wir eine absolute Mehrheit kriegen. Ich bin nicht mal sicher, ob das gut wäre, wenn eine Partei eine absolute Mehrheit hat. Ich wünsche mir, dass es zu einem tragfähigen Bündnis kommt, das anders als in dieser Wahlperiode, ist ja in den letzten Monaten mehr als deutlich geworden, dass sich die Partner nicht mochten, war am Anfang der Wahlperiode auch schon klar, dass eigentlich keiner wollte. Das verstehe ich unter bestimmten Gesichtspunkten. Ich verstehe das sogar als Freidemokrat sehr gut, weil wir mal in einer Konstellation gewesen sind, die 2013 dazu geführt hat, dass die Frage war, gibt es uns überhaupt noch? So selbstverständlich war das ja nicht. Anfang 2014 konnten Sie durchaus Menschen fragen, gibt es die FDP eigentlich in 5 Jahren noch? Also das ist immer schwierig, aber wenn man auch von unterschiedlichen Standpunkten kommt und dann vertrauensvoll zusammenarbeitet und, ich sag's mal so platt, jedem seinen Punkt lässt, aber vor allem eine gemeinsame Vision davon entwickelt, was man eigentlich will. Dazu gehört für mich neben den Themen der Barrierefreiheit überall dieses Entschlacken. Mal wieder schneller werden, mal wieder so zum Erfinder und Innovationstreiber in der Welt werden können. Damit auch das erwirtschaften, worauf wir ja stolz sind. Unser Sozialstaat ist ja einer der teuersten der Welt, aber leider nicht einer der besten der Welt. Einfach mal auch wieder zu sehen, dass es Dinge gibt wie Assistenztiere und bestimmte technische Hilfsmittel, Digitalisierung ein Riesenpotenzial hat, eben nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern für uns alle. Und das mal auf die Straße zu bringen, so, das wünsche ich mir. Und mit wem das dann am Ende gehen wird, sehen wir dann. Sie werden das begleiten. Wir haben alle unsere Reden dieser Wahlperiode gehalten. Ich habe vor, für das Umsetzen dessen zu kämpfen, was ich eingebracht habe. Das ist auch vorbereitet, weil ich in meiner Fraktion alles in der Fraktion abstimmen musste, bevor ich es einbringen kann. Wir haben im Übrigen auch alles gegenfinanziert, was ich eingebracht habe, so wie alle anderen Sozialpolitiker auch. Also wir sind gut vorbereitet. Absolute Mehrheit wird es nicht werden. Und mit wem wir was umsetzen können, sehen wir dann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir werden Sie, haben Sie auch beobachtet in den letzten 4 Jahren. Sie haben wirklich Politik sehr vertreten für behinderte Menschen. Dafür wollen wir Ihnen auch danken und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Bundestagswahl im September. Alles Gute für die Zukunft. Besten Dank. Wir bleiben in Kontakt. Ja, natürlich. Tschüss.